Meine treuen Gefährten des Couch Gaming. Wir spielen Skyrim. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind hier in Riverwood und wir haben uns hier so ein bisschen entspannt. Wir sind ein bisschen zur Ruhe gekommen. Denn, ja, was wir in der letzten Zeit erlebt haben, ist ja schon eine ganze Menge. Ja, liebe Freunde. Ich habe nochmal die, diese Texturen-Mod deaktiviert. Ganz einfach, weil sie ging doch ganz schön in den Speicher rein. Das hat immer extrem gelaggt beim, ja, beim Perspektivwechsel, irgendwie so, wenn man sich umsieht. Aber sonst lief es halt ganz gut. Aber eben, das hat so extrem geruckelt, wenn man sich umsieht, weil er die alle neu reinladen muss, irgendwie. Und da habe ich die nochmal deaktiviert. Ist ja auch nicht schlimm, sind ja nur Texturen. Und letztendlich, wenn ich ganz ehrlich bin, die gefallen mir auch gar nicht so gut. Da alles ist alles ein bisschen anders aus. Naja, jedenfalls sind wir hier in Riverwood und wir wollen noch mal so ein bisschen wieder zum Alltag zurückkehren. Und naja. Secret Door. Mhm. Ja, unsere Ausrüstung sollen wir uns ja noch wiederholen. Wir gehen aber noch einmal in den Trader, liebe Freunde. Da verkaufen wir erstmal noch diese ganzen Kleinigkeiten, die wir noch dabei haben. Die wir noch unterwegs gefunden haben. Und dann, würde ich doch mal sagen, machen wir uns auf zu Delphins Geheimtür. Und holen uns unsere Sachen zurück. So. Lucan, endlich sieht man sich mal wieder, obwohl so lange ist es ja auch nicht hier. Thank you so much for taking care of those thieves. The Riverwood Trader is back to the way it used to be. Oh ja. Vielen Dank für deine Danksagung. Jedes Mal, wenn wir hierher kommen, dann bedankt er sich. Trinkets, odds and ends, that sort of thing. So, mal gucken, was wir denn alles verkaufen können. So, einmal diesen Garnet hier, den. Was sollen wir damit? Office, nee, das brauchen wir alles noch. Das ist alles noch. Ach, dann war das wohl nur dieses eine, was wir hätten verkaufen müssen können. Sieht doch alles eigentlich noch ganz gut aus. Gut. Hast du vielleicht irgendwie. Nee. Nö. Sonst hat er auch nichts, was wir bräuchten. Till next time. Vielen Dank für deine Zeit. So. Lucan. Dann gehen wir nochmal raus. Ein Drache. Nein! Ach, liebe Freunde, das gibt's doch nicht. Noch ein Drache. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Leute, bringt euch in Sicherheit. Ein Drache greift an. Wo ist er hin? Wo ist der Drache hin? Okay, der hat einen kleinen Lag drin irgendwie. Das ist komisch.
Okay, okay, jetzt hat sich's wieder. Oh, da haben wir ihn wieder nicht erwischt. Oh, verdammt! Ich glaube, wir müssen schreien, um den zu erledigen. I'll rip your heart out. Da kriegen wir ihn nicht. Das gibt's doch nicht. Da sind wir tot. Da hat er uns erwischt. Okay. Merkwürdig, dass das... dass der da vorhin so einen komischen... Oh, und jetzt taucht er gar nicht auf, oder wie? Okay. Dann, ja, ist das so. Dann würde ich doch mal sagen... machen wir uns nichts draus, dass wir das eben erlebt haben. Sehr merkwürdig. Dann gehen wir mal hier in den Sleeping Giant Inn und holen uns unsere Sachen zurück, liebe Freunde. Das müssen wir noch tun. Obwohl, wir hätten eigentlich, hätten wir doch noch die, ja hier diese, diese edlen Kleidungsstücke hier verkaufen können. Ach, hätten wir machen können eigentlich, aber... naja. Dann nicht. Okay. Machen wir hier mal die Tür zu. Muss ja nicht jeder wissen, dass hier eine Geheimtür ist. Machen wir die mal auf. Machen wir hier die... so. You made it out alive, at least. Your gear is safe in my room, as promised. Okay. Did you learn anything useful? Naja. Eigentlich nicht. Die Drachen... die werden nicht von den Tamor wieder erweckt. Und die Tamor wissen auch nichts über die Drachen. Really? That seems hard to believe. You're sure about that? Jetzt, sie wollen uns nicht einmal mehr glauben. Warum habt ihr mich dann überhaupt dahin geschickt, wenn ihr mir sowieso nicht glaubt, huh? You're right, I was sure it must have been them. If not the Thalmor, who? Or what? Das konnte ich nicht herausfinden, aber... sie suchen einen Mann. Sie nennen ihn... Esbern. Esbern? He's alive? I thought the Thalmor must have got him years ago. That crazy old man. Figures the Thalmor would be on his trail, though, if they were trying to find out what's going on with the dragons. Hm, okay. Und wieso? Was hat der denn mit den Drachen zu tun? You mean aside from wanting to kill every blade they can lay their hands on? Esbern was one of the Blade's archivists, back before the Thalmor smashed us during the Great War. He knew everything about the ancient dragon lore of the Blades. Obsessed with it, really. Nobody paid much attention back then. I guess he wasn't as crazy as we all thought. So, so, dieser Esbern hat sich also mit Drachenkunde beschäftigt. Ähnlich wie das Farengard tut in der Dragon's Reach. Erinnert ihr euch? Farengard, der hatte ja diese... seine Forschung über die Drachen, warum die wieder zum Leben erweckt werden und so. Und anscheinend... hat Esbern da auch so seine Finger im Spiel, in dem gleichen Thema. Okay.
Die Tamor scheinen Esbern in Riften zu vermuten, habe ich herausgelesen. Riften, eh? Probably down in the Ratway, then. It's where I'd go. You'd better get to Riften. Talk to Brynjolf. He's well connected. A good starting point, at least. Oh, and when you find Esbern, if you think I'm paranoid, you may have some trouble getting him to trust you. Just ask him where he was on the 30th of Frostfall. You'll know what it means. Okay. Oh, und wir haben eine... Nun ja. Eine Achievement freigeschaltet. Sehr schön. Ich weiß jetzt nicht, ob man das so sehen konnte. Hier unten rechts war das. Und, so, ja. Okay, okay. Da können wir uns noch ein bisschen... Gut. So, dann, zoom mal wieder zurück hier. Ah, schön. Schön. Gut, also... Esbern, der wird in Riften vermutet. Da soll er sich aufhalten. Delphine hat da so den... die Vermutung, er hält sich im Ratway auf. Das können wir hier auch drinnen lesen. Irgendwo steht das hier. Und wegen, er würde hier irgendwo in Riften sein. Aber. Ja, ja, hier auf der letzten Seite. Der letzte Satz. If he is indeed in Riften, he must not be given an opportunity to flee. Also, der scheint sich da wirklich drinnen zu verstecken. Und ja. Der Ratway, das wäre wirklich schon ein ziemlich guter Verstecksort irgendwie. Also, so, das sind alles nochmal unsere Sachen. Nehmen wir natürlich alle mit. So. Und dann müssen wir mal gucken. Hier ist noch ein Dossier. Ulfric's Stormcloak. Aha, aha. Okay, okay. Ja, das werden wir uns dann irgendwann nochmal auf Deutsch durchlesen, ne? Als, ja, quasi als Hörbuch. Und, gut. So, wir hatten doch hier noch irgendwie unsere Boots und unsere Belted Tunic. Genau. Dann sehen wir wieder wie ein ganz normaler Bürger aus. So. Und ja, diese edlen Klamotten, die wir hatten, die werden wir verkaufen. Die verkaufen wir noch einmal. Bringen uns noch mal ein bisschen Gold ein. Und hoffen wir mal, dass wir hier den Drachen nicht noch mal begegnen. Der macht uns sonst kaputt. Das wissen wir ja. Thank you so much for taking care of those thieves. Take a look. Also, wo haben wir den denn? Wo haben wir sie? Da sind sie doch. Einmal die und die. Sehr schön. All right then. Mhm. Sehr schön, sehr schön. So. Dann würde ich doch mal sagen, kehren wir noch ein bisschen zum Alltag zurück hier. Wir holen uns erstmal ein paar neue Pfeile, liebe Freunde. Whatever you need. Buy Ysmir if it's simple and strong. I can forge it. Take a look. So, mal gucken. Dwarven Arrows. Wo kriegt der bloß immer diese Dwarven Arrows her? Ich weiß es nicht. Wir holen uns erstmal 11 Pfeile. Stahlpfeile und ja, ja, orkische Pfeile sind auch immer gut. Gebe uns die mal her und dann holen wir uns auch nochmal. Ah, 50 ist ein bisschen übertrieben, ich denke mal. Genau, 33 Septime, 11 Pfeile, das sollte doch genügen. Until next time. Vielen Dank. So, und dann müssen wir mal gucken. Wir haben doch hier sicherlich noch irgendwie Zeug, das wir eigentlich nicht gebrauchen.
So, so, ja. Hier haben wir noch. Ja, wir haben ganz schön viele Bücher. Die müssen wir mal irgendwo weglegen, irgendwann. Warum haben wir denn hier immer noch einen Garnet und einen. Ach. Liebe Freunde, die werden wir jetzt aber nicht verkaufen. Nee, machen wir nicht. Da gehen wir jetzt nicht noch einmal rein. Da belästigen wir ihn doch. Na, der arme Lucan. Immer wenn die Tür aufgeht, denkt er, es ist ein anderer Kunde und dann sind das doch bloß wir. Nicht, dass er uns irgendwie. Na? No? Was machen wir ja nicht. Werden wir mal hier gucken, dass wir hier vielleicht irgendwie jemanden finden. Oder etwas finden. Und dass wir jagen können. Mal gucken. Sehen wir uns hier mal umher. Naja. Sehen wir uns mal um. Mal kurz unsere. Nein, nee, da haben wir doch jetzt. Die hier. So. Schön. Hallo? Sind hier vielleicht irgendwo wilde Tiere? Hört ihr das? Hier ist doch irgendwo ein Drache. Da ist er. Ich wusste es, dass wir hier einen haben. Wo ist er hin? Er muss irgendwo da vorne sein. Da ist er. Ich warne dich, du. Glaub ja nicht, du könntest fliehen. Reist er etwa hier nur herum? Ich habe irgendwie das Gefühl, der kreist hier herum. Ich glaube, er flieht. Er fliegt nach Osten. Merkwürdig. Ah. Die Embershard Mine. Ob da wohl wieder Banditen drin sind? Nisten sich ja gerne hier ein. In solchen Höhlen. Wer weiß. Waren wir ja schon länger nicht mehr drinne. Ich glaube. Ich glaube, hier hat sich noch nichts getan. Es ist dunkel hier. Da ist noch eine Coin Purse. Ach, wie schön. Hat sich der Ausflug hierhin ja gelohnt. Aber es gibt hier keine Wiesen, wie heißt es noch, keine Banditen. Was ist hier in diesem. Nö. Hier gibt es auch keine. Sehr schön. Und dann gehen wir mal wieder nach. Nach draußen. Ich denke mal, hier ist es jetzt schneller. Wenn wir jetzt hier lang gehen. So.
und hinaus in die Wildnis. Ja, da wären wir wieder in Riverwood. Sue. Aber ich denke mal, wir machen dann hier doch noch mal eine kleine Pause. Ist ja doch irgendwie schon ziemlich viel passiert jetzt in der kurzen Zeit. Naja. Wir werden noch mal weiter rumgucken, ob wir vielleicht jagen gehen, ob wir vielleicht irgendwie Banditen den Porsche versohlen. Oder ob wir hier noch irgendwie ein bisschen weiter herumarbeiten. Wir werden uns das sehen in der nächsten Folge. Wenn es erneut heißt Skyrim. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet.